Nachbau der Z3. Das Original wurde 1941 von Konrad Zuse fertiggestellt. Der erste funktionsfähige, programmgesteuerte Digitalrechner der Welt. Im Folgenden zeigen wir den Aufbau und die Funktionsweise der Maschine. Hier sehen wir die Konsole für die Ein- und Ausgabe. Dann haben wir hier den Lochstreifenleser und Lochstreifenstanzer. Oben das Rechenwerk und unten das Steuerwerk. Das Wählwerk, wo die Adressierung stattfindet für den Speicher. Und unten mit diesen anderen Relais wird der Speicher abgebildet. Das sind 32 Worte von 22-Bit Fließkommazahlen. Man kann die Maschine wie einen Taschenrechner bedienen. Also man kann hier zum Beispiel eine Zahl eingeben, 1144, eine vierstellige Mantisse in der Fließkomma-Arithmetik. Das heißt, man hat quasi die Zahl, das ist 1144, und man hat einen Exponenten. In dem Fall steht er auf 0. Das heißt, wir hätten jetzt eine Zahl 1144 mal 10 hoch 0. 10 hoch 0 ist 1, also würde das jetzt die Zahl 1144 bedeuten. Wenn ich jetzt hier den Exponenten auf 1 stelle, wäre es 1144 mal 10 hoch 1, also 11.440. So gibt man hier die Zahlen ein. Und wenn man eine Zahl eingegeben hat, dann drückt man diese Taste. Das nennt sich Hochübersetzen. Dadurch wird die Zahl hier ins Rechenwerk eingelesen. Und dann gibt man eine zweite Zahl ein, also zum Beispiel einfach die 1. Oder sagen wir mal die 2, und würde dann wieder die Taste hoch übersetzen drücken, und dann geht die zweite Zahl ins Rechenwerk. Man hat Division, Wurzel, Plus und Minus und Mal. Und jetzt, wenn man jetzt hier dann die zwei Zahlen eingegeben hat und dann auf die Plus-Taste drückt, dann würden die zwei Zahlen addiert. Dann läuft hier das Rechenwerk los und die Zahlen werden addiert. Und am Ende muss man dann diese Taste drücken, dann wird die Zahl ausgegeben. Und die Ausgabe, die sieht man hier oben. Das ist die Ausgabeeinheit. Das sind Glimmlampen. Und hier sieht man wieder die Zahlen. Die sind entsprechend genauso organisiert wie bei der Eingabe. Das heißt, 1144 mal 2 wären dann 2288. Das heißt, dann würden diese Lampen hier leuchten. Als Exponent würde hier die 0 leuchten, weil wir haben mal 10 hoch 0. Hier haben wir noch zwei schwarze Tasten. Hier kann man sagen, ob die Zahl, die man eingibt, negativ ist oder positiv. Das Buch vom Herrn Rochas, die Rechenmaschinen von Konrad Zuse. Am Ende sieht man die Patentanmeldung von Konrad Zuse, wo er die Z3 patentiert hat. Da sieht man die verschiedenen Schaltungen. Hier ist zum Beispiel die Übersetzung von einer Dezimalzahl auf die Binärdarstellung der Zahl. Den Shifter, und da ist es alles schön beschrieben, wie die Maschine funktioniert. Und der Herr Rochas hat hier auch einen Überblick über das Rechenwerk. Der linke Teil ist jeweils für den Exponenten und der rechte Teil ist für die Mantisse. Also das Register 1 hat einen Teil für den Exponenten, AF, und BF wäre der Teil der Mantisse für das erste Register. Dann haben wir das zweite Register, da gibt es den Exponenten AB und die Mantisse BB. Und dann hat man noch zwei Hilfsregister, da haben wir noch das AA und BA, das ist fürs Hilfsregister 1. Und dann haben wir AE und BE, das ist das Ergebnisregister. Und das hier ist im Prinzip der Addierer. Also man kann hier mit der Schaltung kann man zwei Zahlen addieren und die zwei Zahlen kommen ins Register 1 und die zweite Zahl kommt in Register 2 und dann tut dieser Addierer das Ergebnis der Addition berechnen und es geht dann in dieses AE bzw. BE für die Mantisse. Und diese Register, die kann man jetzt hier an der Maschine sehen. Da steht AF0, AF1, AF2 und so weiter. Also erstes Register Exponent und daneben sehen wir BF. Das ist die Mantisse. Wir geben jetzt einfach mal eine, sagen wir mal eine 3 ein. 0, 0, 0, 3. Wir geben eine 3 ein und sagen hoch übersetzen. Dann würde hier oben vom ersten Register die Mantisse
Da würde man dann hier die entsprechenden Bits sehen für die 3. Und dann gibt man eben die zweite Zahl ein, die 2 als zweite Zahl, würde man die 2 eingeben und wieder hoch übersetzen, drücken. Und dann geht die zweite Eingabe in das zweite Register, in unserem Fall AB für den Exponenten und BB für die Mantisse. Das ist das zweite Register, also AB 0 bis 7 und dann BB. Wenn ich die Plus-Taste drücke, wird addiert. Das heißt, die zwei Zahlen werden zusammen addiert und dann geht das Ergebnis in AEBE. Das hier unten, das ist das Ergebnisregister. Da sehen wir das AE und hier ist das BE. Was dieses Ding hier nicht kann, ist multiplizieren und dividieren zum Beispiel. Das wird hier unten realisiert, das ist das Steuerwerk. Und ganz unten, das sind sogenannte Schrittschaltrelais. Und da über diese Schrittschaltrelais werden die komplizierteren Operationen wie Multiplikation und Division realisiert. Das heißt, die gehen immer Schritt für Schritt durch und führen das entsprechende Programm auf, um eine Multiplikation oder Division oder auch die Wurzeloperation zu realisieren. Und diese Relais hier, die sind für die Steuerung des Ganzen zuständig. Die Schrittschalter von hinten nochmal gesehen und entsprechend diese Kabel, die man hier sieht, die erzeugen dann die Logik. Das sind wie kleine Programme. Je nachdem, wie die Verkabelung hier stattfindet, ist das wie heutzutage ein ROM. Also, dass es ein festes, einprogrammiertes Programm ist, was abläuft für die Multiplikation oder Division. Und hier unten haben wir so eine Walze. Das sind Kohlestifte dran und diese Walze erzeugt den Computertakt. Das ist ein getaktetes System und das läuft mit einem Takt von 5 Hertz, also 5 Takte pro Sekunde. Das war es im Prinzip mit dem Steuerwerk, Rechenwerk und hier die Taktwalze. Und als nächstes kommt der Speicher. Hier oben ist das Wählwerk. Diese Relais sind dafür da, damit man Speicherzellen auswählen kann. Man sagt zum Beispiel, ich will die Speicherstelle 1 auswählen, dann schalten diese Relais und dann wird hier unten, das ist diese anders aussehenden Relais, das ist dann der eigentliche Speicher, wo jedes Relais genau ein Bit darstellt. 22 von diesen Relais stellen genau eine Zahl dann dar, und zwar mit 7 Bit für den Exponenten wieder und dann entsprechend für die Mantisse und noch ein Bit für das Vorzeichen. Insgesamt haben wir hier 32 von diesen Worten. Das Original hatte 2 von diesen Schränken, also das Original hatte 64 Worte. Konrad Zuse hat immer irgendwie auch Sinn für eine gewisse, naja, optische Schönheit oder optische Effekte auch gehabt. Er war ja auch künstlerisch begabt. Also was wir hier sehen, sind 2 verschiedene Farben dieser Relais. Und hier ist ein Z abgebildet, beziehungsweise im Prinzip ist es das Logo von der Zuse KG. Wenn man genau hinschaut, sieht man das Z und man sieht hier das Plus und man sieht das Minus. Also das ist das Zuse KG Firmenlogo. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu diesem Teil oder diesen 2 Teilen. Das erste, das ist der Locher. Das heißt, da kann man Maschinenprogramme lochen auf diesen Streifen. Man sieht ja hier 2 Reihen von diesen Zahlen, jeweils 4 Knöpfe. Und da kann man 8 Bit auf diesen Lochstreifen lochen, und zwar in versetzten Reihen. Also 2 Reihen ergeben immer 8 Bit. Und da sieht man jetzt den Befehlssatz der Z3. Wir haben insgesamt 9 Befehle. Unten sehen wir arithmetische Befehle, Multiplikation, Division, Quadratwurzel, Addition, Subtraktion. Und hier rechts sehen wir die Codierung der Befehle. Also hier die Bits, die diese Befehle ausmachen, also 8 Stück. Neben der Arithmetik haben wir noch Speicherbefehle, also wenn ich hier von dem Speicher was lesen möchte in ein Register oder wenn ich von einem Register in den Speicher schreiben möchte, da gibt es diese 2 Befehle. Und Ein- und Ausgabe, da gibt es einen Befehl Lese von Tastatur, der sagt jetzt halte an, Programm soll angehalten werden und dann muss hier über die Tastatur ein
eine Zahl eingegeben werden. Und dann, wie wir es vorher beim Taschenrechnermodus schon gesehen haben, muss man dann zur Bestätigung diese Taste drücken und dann läuft das Programm weiter. Dann haben wir noch einen Befehl Ergebnis anzeigen. Das heißt, wenn die Operation zu Ende ist, dann würde dann hier der Wert von dem Register 1, wo das Ergebnis drin steht am Ende, angezeigt werden und man hätte das Ergebnis hier. Wenn man so einen Lochstreifen fertig hat und sein Programm fertig hat, dann kann man das da in dieses Lesegerät hier hinten einlegen. Und dann drückt man auf den Knopf, den wir hier sehen, dann liest dieses Lesegerät Befehl für Befehl ein und führt das genauso aus, als wenn wir das von Hand hier im Taschenrechnermodus eingegeben hätten. Was die Original Z3 nicht hatte, das ist dieses Anzeigefeld hier. Hier gibt es einen Alles-Löschen-Knopf, das ist so wie ein Reset-Knopf. Das heißt, wenn irgendwas hakt oder ein Relais verklemmt oder sowas, drückt man den, dann wird irgendwie die Maschine zurückgesetzt. Und dann gibt es hier Anzeigen für die Register. Das heißt, hier kann man dann mit diesen Glimmlampen wirklich direkt sehen, wie sich die Register verändern, während die Rechnung stattfindet. Dann bedanke ich mich beim Personal für die Kamera und schauen wir mal, wie es mit der Z4 aussieht, die wir als nächstes anschauen.